Hallo, liebe Zuhörer, hier sind wieder Richie und Janine. Und Hi. Wir begrüßen euch ganz herzlich zu unserer Serie Ehe und Vertrautheit. Heute die zweite Folge. Und heute geht es um menschliche Beziehungen. Und wir wollen mal durchleuchten, wie menschliche Beziehungen eigentlich aufgebaut sind, wie die Anatomie einer menschlichen Beziehung funktioniert oder sich darstellt und wie das im Praktischen dann auch aussieht. Also es geht nicht nur heute um menschliche Beziehungen, die ganze Serie geht um menschliche Beziehungen, insbesondere um die eheliche Beziehung. Und so gibt es sehr viele wichtige Erkenntnisse, die wir für die Ehe anwenden können. Wir möchten den Löwenanteil dieser Serie auf die 7 Stufen der Intimität, der Vertrautheit nach Matthew Kelly basieren. Matthew Kelly, ein fabelhafter, brillanter katholischer Denker und Geschäftsmann, der, ich denke, ursprünglich kommt aus Australien und er lebt jetzt irgendwo in Amerika. Mhm. Hat schon sehr viele Firmen inspiriert und hat ihnen beim Teammanagement geholfen und Mitarbeitercoaching und so weiter. Und als Marketing-Spezialist hat er eben die Psychologie oder die Anatomie der menschlichen Beziehungen präzisiert. Und das ist unglaublich wertvolles Wissen, das ist von unschätzbarem Wert. Ich mag auch, was er immer sagt, become the best version of yourself. Werde zur bestmöglichen Version deines Selbst. Genau. Werde heilig, in anderen Worten, ja. Das ist ja, was heilig werden eigentlich bedeutet. Mhm. Ja. Und das hat uns sehr geholfen, um eine glückliche Ehe zu führen. Und wir sprechen von 7 unterschiedlichen Stufen der Intimität oder der Vertrautheit, die eben erforderlich sind, um eine intime, vertraute Beziehung aufzubauen. Und zwar die allererste Stufe sind die Erwartungen. Jede einzelne zwischenmenschliche Beziehung beginnt mit Erwartungen. Sei es auch nur der Besuch beim Obsthändler. Wir gehen rein zum Obsthändler und haben eine Erwartung. Wir kennen diese Menschen vielleicht nicht, wir sind ihm noch nie begegnet und wir erwarten aber Äpfel oder Wassermelonen oder Erdbeeren von ihm. Das allererste, was wir in einer Beziehung an einen anderen Menschen herantragen, sind unsere Erwartungen. Und gleich kommt die erste Enttäuschung, weil er hat an dem Tag keine Erdbeeren. Das wäre dann die erste Enttäuschung. Ja, nee, ich hoffe nicht, dass alle, also nicht alle menschlichen Beziehungen sind ständig von Enttäuschung geprägt. Aber man könnte das zum Beispiel jetzt auch auf die Ehe oder auf eine Liebesbeziehung übertragen. Wenn es ein neues Pärchen gibt, ja, die gerade zusammengekommen sind, dann erwartet die Frau natürlich, dass er ab und zu vielleicht Pralinen oder Blumen mitgebracht werden, dass der Mann sie ausführt, dass er sie umwirbt. Ja, also das ist, was Frauen erwarten. Ich weiß ja nicht, was erwarten denn Männer da so? Also ich möchte dich jetzt enttäuschen. Wirklich? Nein, ja, aber. Ich muss dich enttäuschen, weil jede einzelne zwischenmenschliche Beziehung birgt Enttäuschungen in sich. Wir müssen einander enttäuschen. Wir kommen nicht rumherum, dass wir einander enttäuschen werden, weil wir Menschen sind. Mhm. Also die enttäuschungslose Beziehung hat noch nie existiert. Die gibt es nicht. Ja. Die hat es einfach noch nie gegeben. Der einzige Mensch, der niemanden enttäuscht hat, war Jesus der Herr. Wir können auch darüber sprechen, die heilige Jungfrau Maria. Das sind die beiden, die nie gesündigt haben, aber selbst die, ja, sie haben einige enttäuscht. Die Pharisäer fühlten sich von Jesus sehr enttäuscht. Sie fühlten sich von ihm so enttäuscht, dass sie ihn ans Kreuz geschlagen haben. Genau. Die Jünger waren enttäuscht, dass Jesus am Kreuz starb. Und dann war, glaube ich, sogar die Maria Magdalena enttäuscht, als sie ein leeres Grab vorgefunden hat. Die Freude kam erst, als sie verstanden hat, dass er auferstanden ist. Genau. Halleluja. Weil wir sind Menschen, wir müssen einander ja enttäuschen. Das ist halt nun mal so. Und wir reagieren mit Enttäuschung. Ja. Selbst auf Sachen,
die womöglich nicht enttäuschend sind. Weil ein anderer Mensch ist zum Beispiel, hat andere Überzeugungen als wir und findet es zum Beispiel unnötig, dass der Frau Blumen und Pralinen geschenkt werden, weil das völlig überflüssig ist, weil man kann seine Liebe ja auf ganz andere Weise zeigen, ne? So wie du das immer. Ja, ja, ich meine, gesagt hast. Blumen ist ja geköpftes Gemüse. Warum sollte ich habe vom Ritchie vielleicht schenken? In meinem Leben 3 oder 4 Blumensträuße bekommen, so gefühlt. Keine Ahnung, vielleicht waren es ein bisschen mehr, aber ich glaube nicht. Das kommt schon hin. Ja. Ja. Aber gut. Aber unendlich viele Salatköpfe. Ja, die ich mir selber kaufen musste. Ja. Also, wir haben hier Lukas 6,45 und da gehen wir hier zu deinen enttäuschten Empfindungen, weil ich dir nicht jede Woche einen Blumenstrauß schenke. Ja. Vielmehr liebt eure Feinde. Tut Gutes und Leid, ohne etwas zurückzuerwarten. Dann wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Jetzt. Also du wirst dann zu meinem Feind, weil du mir keine Blumen schenkst. Ja? Und ich muss dich aber trotzdem lieben, weil wir sind ja verheiratet und so. Also deine Liebe muss ja absolut sein für mich. Ja. Das ist ja, was wir vorgelesen haben bei der ersten Sitzung in aus dem Katechismus der katholischen Kirche, dass wir zur unverbrüchlichen und absoluten Liebe berufen sind, auch dann, wenn wir einander enttäuschen. Die Liebe ist ja absolut. Da ihn Gott als Mann und Frau geschaffen hat, wird ihre gegenseitige Liebe ein Bild der unverbrüchlichen, absoluten Liebe, mit der Gott den Menschen liebt. Mhm. Das ist hier Katechismus der katholischen Kirche, Artikel 1604. Und deshalb ist es ja auch vollkommen wurscht, ob du mir Blumensträuße und Pralinen schenkst oder nicht, weil ich muss dich ja sowieso lieben. Genau so ist es. Ja. So, oh Mann, ja. Kann ich mir jede Menge Geld sparen. Ja. Genau, ja, super. Nee, aber echt, also ich kann es schon nachvollziehen. Ich meine, eine Beziehung wird jetzt nicht auf oberflächlichen Geschenken gebaut und hält auch nicht, weil wir uns jetzt Geschenke machen. Das ist, wissen, glaube ich, alle, also dass eine Beziehung viel tiefer geht als Blumen und Praline. Ja, aber sagen wir jetzt mal, sagen wir mal ehrlich, wir haben uns nicht immer blendend verstanden. Hm. Und es gab ja eine Zeit, insbesondere spricht man nicht im Radio. Ganz am Anfang in unserer Ehe, da haben wir uns tagtäglich gezofft. Ja, es war echt heftig. Ich meine, wir sind grundverschiedene Menschen. Wir haben ganz andere Persönlichkeiten. Mhm. Du magst Blumen, ich kann damit nichts anfangen. Ja. Ich nur denke, wir abgeschnittenes sind Gemüse. Allergene, ja. Wenn wir es will, wir bringen Ungeziefer ins Haus, ja. Mikrobien und ähnliches. Ja, oder wenn es zur Wohnungseinrichtung kommt, ich meine, schrecklich. Also ich bin froh, dass wir bisher noch nie ein Haus bauen mussten zusammen, weil ich glaube, das wäre daran geendet, dass wir irgendwie 2 komplett unterschiedliche Hälften gebaut hätten von du dem magst Haus. Modernes, ich mag Klassisches. Ja. Und genauso beim Essen. Also am Anfang wirklich, ich habe Tränen geheult, weil ich irgendwie, du mochtest ja scharfes Essen so ich gern. Mag immer noch scharfes Essen. Du magst es auch. Ja, mittlerweile mag ich es auch. Es ist wirklich, also man muss halt das irgendwie sich antrainieren. Ne? Aber und damals, du wirklich, magst ja, mit nur breiiges Tränen, Essen, also, ja, aber auch naja. Heute schmeckt es mir. Ja, ich mag Guacamole zum Beispiel. Das ist sehr breiig, also es schmeckt echt lecker. Und man kann es dann auch ein bisschen schärfen. Ja. Also wir finden schon unsere Kompromisse. Ich kann mich aber an die Zeit erinnern, wo wir ununterbrochen gestritten haben, weil wir so verschieden sind. Und das war eine riesen Enttäuschung. Wir kamen einfach zu keiner Einigung. Ja, weil ich bin in die Ehe gegangen mit der Überzeugung. Ich meine, ich habe, es ist ja nicht so, dass ich vor der Hochzeit nicht gekannt habe. Wir haben ja auch Zeit zusammen verbracht vor der Hochzeit. Aber wir haben. Also ich denke, wir dachten, dass wir uns kennen, aber wirklich gekannt haben wir uns ja, nicht. Ja, ich bin sicherlich mit einem idealisierten Bild von dir in die Ehe gegangen. Und auch mit der ein ich bisschen, auch von dir.
Wir waren total verliebt. Ja, und ich habe gedacht, ach, diese kleinen Reibereien, die vorher waren, die werden dann sowieso ausgemerzt durch den Segen Gottes, den wir dann im Sakrament haben. Ja, echt ein schöner Gedanke eigentlich, dass man einfach durch den Segen, dass das dann reicht und wir werden uns dann nie mehr streiten. Und wir sind ja eigentlich, wir haben das gleiche Ziel. Ja, wir haben schon immer, unsere Beziehung hat sich schon immer auf Jesus gegründet. Wir haben uns durch den Glauben gefunden. Wir sind jeden Tag zusammen in die Messe gegangen. Wir haben wirklich immer noch bis zum heutigen Tag. Auch, ja, wir beten auch jeden Tag zusammen und haben Versöhnung immer an erste Stelle gestellt. Und deswegen, also das waren für mich so mal die Grundpfeiler unserer Beziehung. Und die, das war wirklich, sehe ich auch heute im Rückblick so, dass es ein Riesensegen ist. Absolut nicht selbstverständlich, wenn ich mir andere Beziehungen anschaue. Aber also die ersten paar Jahre der Ehe, die waren schon echt hart. Und ich habe mir immer gedacht, oh Gott, ich habe voll den falschen Mann geheiratet. Und andere, die haben bestimmt nach der Hochzeit, haben die voll die Flitterwoche und es ist alles perfekt. Man hört ja nie, dass irgendwer sich streitet. Ne? Man denkt immer, dass alle so happy sind und glücklich verliebt wie in den Hollywood-Filmen und so. Aber so war das gar nicht. Also jeder Diamant muss geschliffen werden und wir wurden gescheit unter das Messer genommen. Also die Flitterwochen waren echt klasse, gell? Also wir hatten Flitterwochen in Jerusalem und das war wirklich eine wunderschöne Reise. Deine Vorbereitung auch auf unsere Ehe ist einmalig. 3 Wochen hast du, glaube ich, in Medjugorje gefastet. Du bist da barfuß, den Potbardo und den Krischewatz rauf und runter gerannt und du hast um Fruchtbarkeit gebeten. Ja, genau. Heiße Empfehlung an alle da draußen, die um Kindersegen beten. Ja, also geht einfach mal 2-3 Wochen nach Medjugorje und betet jeden Tag um Fruchtbarkeit. Ich dachte ja, ich bin besonders schlau, weil ich hätte auch einfach hingehen können und um viele Kinder beten können. Aber dann habe ich mir gedacht, nee, die könnten ja dann, vielleicht versteht das Gott irgendwie falsch, ja? Dann genau, die könnten ja irgendwie dann adoptiert sein auch, ja? Und deswegen habe ich gedacht, so, ich bete jetzt um Fruchtbarkeit. Also das hat wirklich gewirkt. Ich bin 12 Jahre nur schwanger gewesen. Wir haben 8 Kinder bekommen in 12 Jahren. Und dann am Ende dieser 12 Jahre haben wir gedacht, so, jetzt wir müssen einfach nochmal nach Medjugorje fahren und sagen, bitte dreh den Hahn ab. Danke, reicht, danke. Passt, ja. Ja, und somit war das Kapitel der Familienplanung dann abgeschlossen. Aber das war schon, Gott. Ja, also wirklich, ich habe meine arme Mama zu Hause gelassen mit den Hochzeitsvorbereitungen, habe gesagt, mach mir wurscht, ich will nur Ja sagen in der Kirche und alles andere, Hauptsache es kommen unsere Freunde und alles andere wird sich schon ergeben. Ich gehe beten nach Medjugorje, aber das war wirklich wichtig. Also das war wirklich, ich meine, man muss es vielleicht nicht direkt vor der Eheschließung machen, aber ich muss sagen, dass ich hätte es gar nicht anders haben wollen. Ich meine, wir haben einander geliebt, gell? Aber ich denke nicht, dass wir, obwohl wir sehr fromme Menschen waren und heute immer noch sind, dass wir tatsächlich darauf vorbereitet waren, was für Herausforderungen die Ehe mit sich bringt. Mhm. Enttäuschte Hoffnungen. Enttäuschte Hoffnungen und Erwartungen. Und es ist aber erstens unsere Natur, dass wir sagen, ich habe jetzt hier XY Erwartungen und wenn diese Erwartungen nicht erfüllt werden, dass wir dann mit Enttäuschung reagieren und dass wir diese Enttäuschung dann negativ emotional zum Ausdruck bringen, einerseits. Und andererseits ist es auch in der menschlichen Natur, dass wir das für selbstverständlich halten, dass unser Gegenüber weiß, welche Erwartungen wir haben. Mhm. Und das ist ein Fehler, den wir begangen haben, weil wir haben das nie miteinander besprochen. Also was erwartest du von mir in unserer Ehe? Was würdest du dir von mir wünschen? Was kann ich tun, um diese Ehe zu einer ganz besonderen Erfahrung zu machen für dich? Ja, und ich kann mich zwar schon erinnern, dass wir dann immer mehr drüber gesprochen haben, aber da kam dann bei mir noch dazu irgendwie, dass ich wollte dich nicht vor den Kopf stoßen und ich wollte dir nicht auf die Füße treten. Deswegen habe ich auch nicht immer unbedingt alles gesagt, was ich mir erwartet oder gewünscht oder erhofft hätte von unserer Beziehung. Weil ich gedacht habe, oh, das gefällt ihm bestimmt nicht. Also das kann ich jetzt nicht einfach so sagen, ja. Da fällt mir jetzt auch das Beispiel ein, gerade bei
bei christlichen Paaren, die heiraten wollen und die vor der Ehe sich absolut nicht trauen, über Geschlechtsverkehr miteinander zu sprechen und wo das einfach so ein Tabuthema ist, wo keiner diese Linie, diese Grenze überschreiten will, um da wirklich mal dieses Thema auf den Tisch zu legen. Aber das ist wirklich wichtig, dass jeder weiß, hey, wo ist die Grenze des anderen oder welche Erwartungen hat der andere, zum Beispiel in Bezug auf Sexualität oder dann aber auch bei der Kindererziehung oder Arbeitsleben, Alltag, Haushalt, diese ganzen eigentlich, sag ich mal, alltäglichen, in Anführungsstrichen, unwichtigen Dinge werden später die mal einem voll wichtig. Als selbstverständlich erscheinen. Ja. Und genau da ist das Problem. Sie erscheinen einem als selbstverständlich, so wie wir selbst sie gelernt haben und nicht wie der andere sie gelernt haben. Jeder einzelne Mensch hat eine unterschiedliche Biografie. Jeder einzelne Mensch hat unterschiedliche Prägungen. Und der Gedanke, dass mein Gegenüber, dass mein Partner die Welt und die Dinge und die Notwendigkeiten genauso sieht wie ich, ja, ist absoluter Quatsch. Und deshalb ist es wirklich wichtig, dass wir uns austauschen in der Ehe, dass wir miteinander darüber sprechen. Was sind deine Erwartungen? Was sind deine Wünsche? Was wünschst du dir von mir? Und zwar in jeglicher Hinsicht. Ich kann mich erinnern, ich hatte einmal hier die Freude, erste Klasse zu fliegen. Es wurde ein Arzt gesucht, der einen sehr kranken Patienten aus Indien nach Spanien transportiert. Und dieser Patient musste erste Klasse fliegen, weil er hier in einem sehr schlechten Zustand war. Und es war erforderlich, dass der Sitz quasi in eine Liegeposition gebracht werden kann. Und ich habe mich dafür gemeldet und so bin ich einfach in diesen Genuss gekommen, erste Klasse zu fliegen. Und vom ersten Augenblick an hat mich hier der Flugbegleiter ständig bedrängt, hat mich bedrängt, dass ich ihm sage, was ich mir wünsche. Herr Dr. Febres, hätten Sie denn gerne noch ein Stückchen Schokolade? Darf ich Ihnen einen Champagner anbieten? Darf ich Ihnen die Karte bringen, Herr Dr. Febres? Hätten Sie denn gerne eine Decke, um sich die Füße zu wärmen? Darf ich Ihnen, Herr Dr. Febres, uns die Filme zeigen, die wir heute im Angebot haben? Und irgendwann muss ich hier dem Herrn sagen, hey, ich hätte einfach nur gern meine Ruhe. Puff, der hat sich dann in eine Wolke aufgelöst. Als ich daran gedacht habe, dass ich mir vielleicht ein Glas Wasser wünschen würde, wupp, hat es sich wieder materialisiert und kam mit dem Glas Wasser angedackelt. Und so nach diesem Flug, nach diesem hier erste Klasse, 5-Sterne-Flug, dachte ich mir, also der Wesentliche. So sollte meine Ehefrau sein. Nee, der wesentliche Unterschied ist die menschliche Zuwendung. Und die Frage war an mich, kümmere ich mich denn um die Wünsche meiner Ehefrau? Im Grunde genommen, ich meine, wir haben ja uns dazu entschlossen, als Ehemann und Ehefrau dieses Leben miteinander zu führen. Und wir haben einander bis zum Schluss. So könnten wir, sollten wir doch daran arbeiten, dieses Leben füreinander so angenehm und so schön wie möglich zu machen. Ja, und vor allem nicht vergessen, dass wir im gleichen Team sind. Ja. Wir sind nicht Feinde. Ja, aber wirklich, manchmal, wenn ich mich zurückerinnere an unsere Streitereien, also da waren wir Erzfeinde, wirklich. Also da, ich hatte noch keinen größeren Feind auf Erden als dich in dem Moment, also wirklich. Du ehrst mich. Ja, geschafft. Ja, hab ich dir bisher, glaube ich, auch noch nicht gesagt. Das ist jetzt auch eine Premiere. Aber da habe ich wirklich in dem Moment, habe ich wirklich gedacht, mit allem, ich war so sauer, bis in den tiefsten Kern meiner Seele. Und ich war kurz davor, echt immer alles liegen und stehen zu lassen und einfach zu gehen. Und warum bist du nicht gegangen? Ja, weil ich hatte dir versprochen und ich hatte Gott versprochen, dass ich bei dir bleibe. Ich meine, wir beide sind Scheidungskinder, wir beide kommen aus keinen glücklichen Ehen und ich denke, dass, also ich zumindest für meinen Teil, ich wollte das auf jeden Fall anders machen. Ich wollte
ich wollte nicht, dass meine Ehe so endet. Das war für mich ausgeschlossen. Trennung war von Anfang an ausgeschlossen, einfach schon allein wegen unserem Glauben, schon allein, weil ich das Gott versprochen habe, weil mein Ziel ist der Himmel, ja. Und ich wusste, wenn ich meine Ehe unterbreche, dann das passt nicht. Dann breche ich einen Bund mit Gott, dann leere ich meine Schatzkammer im Himmel aus, die Schätze, die ich bis dahin schon im Himmel gesammelt hatte, ja. Und außerdem, wenn ich mal ins Extrem andere denke, ja, ich habe mich immer nach einem Partner gesehnt und ich wäre auch nach einer Trennung wieder mit einem anderen Mann zusammengekommen. Aber dann hätte ich mir gedacht, der hat ja auch seine Makel und Fehler. Es gibt ja nicht den perfekten Partner, wie uns das immer irgendwie so in den Filmen vorgegaukelt wird, dass es den perfekten gibt, der alle deine Wünsche erfüllt, der dich total glücklich macht. Ich kann mich an zwei Gespräche erinnern. Und zwar das Ende unseres Streitens, ich denke, das geschah im dritten Jahr unserer Ehe, hatte zwei Standbeine. Und zwar das erste Standbein war, also wir haben beide gemeinsam erkannt, dass es keine menschliche Logik gibt, die nicht durch menschliche Logik widersprochen werden könnte. Das heißt, wenn du ein logisches Argument hast, habe ich ein logisches Argument dagegen. Warum? Weil man mit Logik immer Logik aufheben kann. Wir haben damals tagelang, um nicht zu sagen wochenlang, ums gleiche Thema gestritten. Und du bist eine intelligente, einfallsreiche Frau. Ich bin ein einfallsreicher Mann. Ja, ich bin auch intelligent, ich gebe es ja zu. Und am Ende, wir hatten immer einen Gegenargument parat. Ja. Und das ist, wo wir hier Epheser Kapitel 5 aufgeschlagen haben, über die christliche Ordnung einer Ehe. Ihr Frauen ordnet euren Männern unter, wie dem Herrn. Und wo ich dir gesagt habe, pass mal auf, ich werde dir niemals beweisen können, dass ich mehr Recht habe wie du. Du wirst mir aber auch niemals beweisen können, dass du mehr Recht hast wie ich. Und deshalb lassen wir hier in der Heiligen Schrift unser Streit zu Ende gehen. Und wenn es in der Heiligen Schrift sagt, dass ich das letzte Wort behalten darf, dann halten wir uns doch daran. Und du hast dich da ein bisschen widerwillig, aber schließlich doch dazu einverstanden erklärt, wofür ich dir dankbar bin, mir das letzte Wort zu lassen. Ja, im Vielen, vielen Endeffekt Dank. hatte das Wort Gottes das letzte Wort in unserem Streit. Amen. So, ja. Und ja, natürlich ist es nicht immer leicht und mit klein beigeben und so. So hatte ich das zumindest da am Anfang erfahren. Aber es ist hilfreich in dem Sinn, dass man sagt, okay, ich mache das jetzt als Prinzip. Ich meine, im Wort Gottes steht, der Mann hat das letzte Wort. Der Mann ist das Haupt der Frau. Ja? Und dann muss ich das so akzeptieren. Dann werde ich das so akzeptieren. Und das ist ja nicht das Einzige, was dort steht, sondern da steht ja auch, ihr Männer liebt eure Frauen. Und du wirst ja nicht, wenn du mich liebst, so wie Christus die Kirche liebt, ja, dann wirst, ich meine, Christus die Kirche, was hat Christus für die Kirche alles getan? Da könnten wir schon allein einen Vortrag drüber halten. Wenn du dich hingibst, wie Christus sich für die Kirche hingegeben hat, also wenn du das zumindest anstrebst, dann wirst du sicherlich nicht Sachen über meinen Kopf hinweg entscheiden, mit denen ich absolut nicht einverstanden bin. Und du hast mir Genau so ist immer es. versprochen, mit mir über alles zu reden, alle Entscheidungen mit mir gemeinsam zu treffen. Und wenn es aber eine Entscheidung gibt, bei der wir uns einfach nicht einig werden, trotz aller Gespräche, und ich mir vielleicht dann unsicher bin, dass du dann einfach die Entscheidung treffen kannst. Ach so. Ja. Deine Erwartungen zu berücksichtigen. Also ich bin mir absolut dessen bewusst, dass wir Menschen nicht alle unsere gegenseitigen Erwartungen entsprechen können, aber dass wir es zumindest mal anhören, dass wir uns dafür interessieren. Was erwartest du von mir? Was wünschst du dir von mir? Das zweite Standbein vom Ende unseres Ehestreites vor 15 Jahren war das tägliche Familiengebet, dass wir uns dazu entschlossen haben, wirklich jeden einzelnen Tag gemeinsam als Ehepaar, als Familie zu beten. Und das war uns eine großartige Hilfe, weil plötzlich sind einfach
viele Streitsituationen nicht mehr entstanden. Damals, wir sind damals schon jeden Tag in die Heilige Messe gegangen. Wir sind damals regelmäßig zur Beichte gegangen. Wir haben damals regelmäßig die Heilige Schrift gelesen und wir haben gebetet. Aber wir hatten dieses gemeinsame Gebet nicht miteinander. Ja. Und was ist passiert in dem Gebet? Wir haben, also Vergebung war ein großer Teil von dem Gebet. Und dann haben wir im Gebet, also ohne Emotionen, ohne dass unsere Gefühle wieder auch hochgekocht sind, über die Themen gesprochen, die uns am Tag eigentlich irritiert haben, die uns gestört haben, und haben das in einem klärenden Gespräch dann mit dem Ziel der Vergebung miteinander besprechen können und einfach das von Herzen bringen können und loswerden können, ja, das von unseren Seelen loswerden können. Das ist, glaube ich, auch so ein wichtiger Punkt. Viele Menschen schleppen viel Altlast mit sich rum. Und neue Last. Aber wir dürfen das von Herrn werfen. Wir dürfen das auf ihn werfen. Wir müssen das nicht mit uns rumschleppen. Und dafür ist das Gebet wirklich ein Riesensegen. Und natürlich, dadurch, dass wir auch die Bibel gelesen haben während dem Gebet, ist uns wieder das Wesentliche, haben wir uns wieder auf das Wesentliche konzentrieren und fokussieren können. Nämlich was Gott will in unserem Leben, was Gott für uns will. Und das ist der Ort, wo wir auch unsere Erwartungen hinbringen können. Weil dann wünsche ich mir, ist es nicht meine Erwartung an dich, dass du mir immer hier einen Kaffee bringst am Morgen, sondern es ist meine Bitte an den Herrn, dass du daran denkst, mir morgens einen Kaffee zu bringen. Mhm. Und dann, wenn du es nicht machst, wenn du es versäumst, dann ist es eine Sache zwischen mir und dem Herrn. Mhm. Ist es nicht mehr eine Sache zwischen mir und dir. Ja. Also, und das war wirklich also der Ausschaltknopf für unsere Streitigkeiten. Einmal die Heilige Schrift, der Herr hat das letzte Wort. Und er hat mir dann in dem Fall dieses letzte Wort gegeben. Mhm. Und das sind Gründe, warum ich es immer sage, eine Ehe funktioniert nicht ohne Gott. Eine Ehe funktioniert nicht ohne Jesus. Du kannst keine glückliche Ehe haben, eine richtige, fruchtbare, glückliche Ehe, so wie sie von Gott gedacht ist, ohne ihn, indem du ihn ausklammerst. Ja. Das funktioniert nicht, weil du kannst dann vielleicht Kompromisse finden oder jeder hat dann seine Hobbys, jeder findet dann seine Freunde und macht halt, was ihm gefällt und so. Man lebt dann aber nebeneinander her. Das ist kein Ein-Fleisch-Sein, das ist nicht Eins-Sein, eine Einheit-Sein in der Ehe. Und so ist es wichtig, dass wir einander vergeben und miteinander unsere Erwartungen teilen und dass wir versuchen, unsere gegenseitigen Erwartungen zu berücksichtigen. Ja, da gibt es verschiedene Arten und Weisen, wie man das machen kann. So, da sind wir zum Schluss unserer heutigen Sendung gekommen. Wir wollen uns bedanken fürs Zuhören, für die Aufmerksamkeit. Wir hoffen, dass es euch gesegnet hat. Und wir möchten es euch nahelegen, bei unserer Website vorbeizuschauen, www.feuerstrom.com. Da gibt es eine Überraschung für unsere Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Gottes Segen. Tschüss.